Merci, Herr Präsident. Aus dem Lockdown lehren zu Lützeburg und weltweit heißt aber auch, dass ihn aus dem gewinnten Tempo kann rausklammen. Das soll auch nicht als Vorbild für Zukunft lenken, aber kann ihn aber sicherlich die richtigen Schlussfolgerungen durchaus erzählen, wie am Lockdown leben, ob den guten Aspekt funktioniert wird, sicherlich, wo man durch viele Punkte gelehrt, wo man unserer Umwelt etwas Gutes können tun. Die Frage, die sich aber stellt, die politisch froh ist, wie eine Lehre hat die Regierung aus dem Lockdown gezogen. Bei der Ugekönig gehen also auf den Pressekonferenzen, geht als Piraten noch nicht weit genug. Wir sehen, dass ich da als kleine Plostern, aber noch nicht der große Wurf für die Regierung loh, gegen Ugekönig und plus wann die Maßnahmen auslaufen, weil die Leute wollen ja aber gewisse Garantien über die Jahre weg und nicht nehmen über die Appointment. Holen wir da zum Beispiel den Solar. Ja, wir Piraten sollen noch den Solar als richtig. Wir müssen aber bedenken, die meisten Leute, die sind froh, wenn sie haben auch Geld kriegen, für ein Haus zu kaufen, für dann eine Prä abzuholen, für den Solar zu finanzieren, ob das nur ein Subsidie 10%, 20%, 30%, 40% ist. Wir Piraten freuen da, dass sie über die Lösung von einer Kooperative, dass viel mehr höhere Subsidien gehen, wo die Leute können viel mehr schnell von den Maßnahmen profitieren, ohne muss sie selber sich über Jahre zu verschulden. Beim Elektroauto sind wir an sich einverstanden mit der Regierung, wir gehen aber weiter, wir sagen, dass die Subsidien müssten gedeckelt gehen und der Verbrauch vom Strom, weil das auch nicht so, dass alle Elektroautos nur umweltfreundlich sind. Wenn da die großen Suffen am Elektro bezweifeln, dass die viel mehr umweltfreundlich sind wie kleine Benziner. Und dementsprechend auch da freuen wir die Regierung, dass sie einen Deckel abbaut bei den Subsidien. Sie hilft das auf dem Elektroverbrauch oder um Preis, wo in den Auto nur am Garage kauft. Dann bei den Petrolsprodukten. Wir Piraten hatten schon ein Kio geschwärt. Wir verstehen nicht, dass sie in ihrer Tankkarte weiterhin kann Remisen, gerade die, die am meisten Petrol verbrauchen, dass sie die Remisen auf der Pumpe kriegen. Aber laut Regierung natürlich, für das mal den kleinen Leuten wird schön, die auf dem Auto angewiesen sind, für Oktabisch zu fahren, wenn sie Taxis aufsetzen. Dafür freuen wir, wie auch schon für ein paar Monate, dass sie einen Betrag ansetzen, so mal 75 Liter. Und da nur der Preis wird an die Leute gehen auf der Pumpe, für so können die Leute aber zu unterstützen, für alle die Leute, die auf dem Auto angewiesen sind, für Oktabisch zu fahren. Die Luftfahrt ist schon ein paar Mal angeklungen. Ich habe noch eine Frage gestellt, dass ich nach Lützeburg noch einmal für 9 Euro kann durch Europa fahren oder fliehen. Und da ist eben eine Frage, was sind dann die konkreten Maßnahmen, wo die Regierung Lohm finden will holen? Das ist ja viel, die engen Interviewen, die anderen parlamentarisch fragen. Aber was sind noch genau Maßnahmen? Wenn ich werde kein Flieger mehr auf Paris fliehen, oder könnte das aber nicht? Wie geht es da weiter? Oder was dann einfach nicht mal einen Rahmen gehalten? Da wären wir froh, wenn wir ein bisschen mehr, haut das einfach ein bisschen mehr konkret aus, so kriegen, wie das soll aussehen. Und dann wird es just Paris betreffen oder sind wir nach Frankfurt, Amsterdam oder anderen Flughäfen mit betreffen. Dann ist es den Transportsektor. Da fordern wir Piraten, dass Alternativtechnologien, wie sie lo am Ausland auch stark gefördert gehen, viel mehr unterstützt gehen, weil das ja nun mal so, dass ein Kamion mit den größten Verbraucher von den Petrolsprodukten sind und dementsprechend auch da müsste für dich die neuen Technologien angesagt gehen. Deutschland hat noch viel gemacht mit einem Millionen-Package, wo sie wollen für den Wasserstoff zu fördern. Boah. Den CO2-Verbrauch zu Lützeburg bleibt gigantisch, wie auch schon bei den vier Rednern angeklungen, wird der ja durch Krise am Corona raufgehen. Wir hoffen aber, dass die nötigen Mesuren geholt werden, für dass das auch dauerhaft bleibt. Das ist nicht, dass wir nur einen Sprung nach oben erleben werden an dem Verbrauch von CO2. Und das jetzt übrigens endlich von dem 16. Februar weg können, dann endlich hoffen wir ein Kehr im Juli oder am August recht, den Overschuss oder irgendein Kehr nur am 31. Dezember. Das ist ein Kehr gar nicht mehr verbraucht, wie der Planet eigentlich wird. Es bleibt nach ganz viel zu tun hier am Land an der Umweltpolitik. Aber wann die geringen Alliierten brauchen, für die Umweltpolitik für uns zu treiben, an den Piraten werden sie fangen. Merci. Très bien. Merci vielmals, Herr Görschen. Die Regierung wird gut. Den Herr Energieminister Claude Turmes.